Willkommen in der Santana Bay zu einer neuen Folge Rebuilding Mask und heute befasse ich mich mit dem vielleicht zu am schwersten demontierenden Fahrzeug der ganzen Spielzeugreihe. Wir gucken heute auf Jackhammer. Das hier ist nicht mein erster Versuch, einen Jackhammer zu zerlegen, ganz im Gegenteil. Es ist schon Versuch Nummer 3 und ich scheitere immer wieder an der gleichen Stelle. Und diese Stelle ist die Motorhaube, dazu kommen wir aber gleich noch. Erstmal, der Jackhammer hier ist eigentlich in keinem so schlechten Zustand. Ich glaube, die Aufkleber sind falsch rumgeklebt, das ließe sich jetzt noch irgendwie regeln. Ja, sind sie tatsächlich, dass so viele Leute die Aufkleber nicht richtig machen. Ist echt faszinierend. Und hier vorne die Klappe, die hält nicht so super gut, die ist auch vom Chrom her nicht mehr so toll. Aber rein technisch gesehen, abgesehen davon, dass er ein bisschen hakt, ne, hier vorne die Laserkanonen funktionieren noch, der Auslöser funktioniert, ist alles okay soweit. Ich habe einen zweiten Jackhammer, wo diese Kanonen hier vorne nicht funktionieren. Das war der Hauptgrund, warum ich überhaupt angefangen habe, an diesem Ding rumzubasteln. Und ich habe noch einen dritten, das war quasi mein Ersatzteil, beziehungsweise mein Probierteil. Ihr seht, das ist schon alles eine ziemlich hakelige Geschichte hier bei diesem Modell. Also so ganz optimal ist das alles nicht mehr. Was ist jetzt hier das große Problem? Das Problem bei Jackhammer ist, dass man die Motorhaube hier fast nicht abbekommt. Unter der Motorhaube allerdings, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann, ich zeige es euch lieber am auseinandergebauten Modell, ist eine Schraube, die ihr lösen müsst, um die Karosserie unten vom Chassis abzubekommen. Und das ist unglaublich schwierig. Ich zeige euch mal die Varianten, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und die mir entsprechend kaputt gegangen sind, dass ihr erstmal grob versteht, wie es funktioniert. Und dann werden wir einen dritten und letzten Versuch wagen, dieses Ding hier wirklich auseinanderzubauen. Die Problematik ist folgende. Ihr habt hier diesen Auslöseknopf, der sitzt hier in der Motorhaube hier so drin. Und der ist verbunden. Ihr seht hier, das ist an der Stelle ist das abgebrochen. Normalerweise ist hier unten dran dieser Stift. Also ne, hier diese kleine Verbreiterung. Und das ganze Ding, ihr seht hier, ja, der ist hier, das ist ein Kreis mit so Aussparungen, das wird da reingedreht und dann im Prinzip um 90 Grad gedreht durch die Motorhaube. Und dann läuft dieses Ding hier, läuft hier in dieser Schiene. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite durchdrücken, ne? Sonst geht es nicht so gut. Genau. Ne? Läuft hier unten in der Schiene. Und das rauszubekommen ist nahezu unmöglich. Ich habe jetzt eine Variante, wo ich glaube, dass es funktionieren kann. Hier hatte ich bei dieser Version hatte ich noch keine Ahnung. Ne? Da habe ich da habe ich alles kaputt geschnitten und so weiter. Ich habe dann einen zweiten Versuch gestartet. Dabei ist der, ihr seht, ich habe es geschafft, dieses Ding da rauszudrehen tatsächlich. Es ist ein kleines bisschen verbogen, aber nicht schlimm. Allerdings habe ich beim Raushebeln hier unten das Teil abgebrochen. Und diesen Fehler möchte ich natürlich jetzt nicht wiederholen. Dementsprechend werden wir jetzt gleich mal gucken, ob wir es schaffen, bei diesem Jackhammer hier das alles so zu machen, dass es A nicht zerbricht, dass wir trotzdem alles auseinander bekommen und, das wird ja die große Frage, kriegen wir es am Ende auch wieder zusammen. Wir machen allerdings erstmal die einfachen Teile. Wir haben diverse Schrauben, wir haben ein paar verklebte Stellen, bevor wir dann schlussendlich hier an die Motorhaube kommen. Wir beginnen mit dieser Schraube hier, die hält den Geschützturm fest. Lasst den drin, denn in dem Moment, wo ihr ihn auslöst, dann ist zwar der Druck von der Feder, aber ihr kommt nicht mehr so gut an die Schraube. Von daher lasst es ruhig drin, haltet das Ganze hier oben ein bisschen fest und dreht diese Schraube einmal raus. Ich hatte jetzt neulich bei Jackhammer Nummer 2 sozusagen war diese Schraube richtig festgefressen. Da war nicht mehr mit der Ratsche beizukommen. Das habe ich gelöst, indem ich das Ganze einfach ein bisschen mit WD-40 eingeschmiert habe und anschließend mal den Hardtrockner drauf gehalten, sodass das Metall sich ein bisschen zusammengezogen hat. Und dann ging das sehr, sehr gut raus. Das nur so als kleiner Lifehack zwischendrin. Die Schrauben beim Jackhammer sind alle irgendwie immer 2 cm länger, als man erwartet. Dann kommt hier die Schraube raus. Die Schrauben sind übrigens alle die gleichen. Ihr bräuchtet also jetzt keinen großartigen Kopf machen. Und wenn wir das jetzt hier auslösen, müssten wir ihn eigentlich rausheben können. Genau, dann sehen wir einfach, hier ist die Feder. Die ist unten so ein bisschen eingeklemmt. Müsste sich aber abziehen lassen. Da doch, geht. Aber ein bisschen verhakt einfach. Und das hier ist der Geschützturm. Den gucken wir uns gleich an. Den legen wir erstmal an die Seite. Genauso wie die Schraube. Dann sehen wir jetzt hier unten drunter haben wir 1, 2, 3, 4 Schrauben. Die können wir alle auch entsprechend schon mal lösen. Dann haben wir eine Schraube unter der Motorhaube, an die wir tatsächlich drankommen. Also wir können das Ding jetzt hier schon mal hochschieben. Zack. Und zwar
diese hier. Da könnt ihr auch dran, solange die Motorhaube noch eingebaut ist. Dann haben wir, und die vergisst man ganz gerne, hier vorne, da links wie rechts, gerade hier sind die sogar ein bisschen geschwärzt, sieht man die kaum. Aber die halten natürlich hier doch einiges zusammen. Also die müsst ihr rausdrehen. Die sind auch tatsächlich kleiner. Das sind die einzigen anderen Schraubentypen, die man hat. Aber die kommen nur an der Stelle vor. Deswegen sind die leicht zuzuordnen. Und dann haben wir noch hier diese Schraube in der Mitte, die das Ganze dann wirklich komplett zusammenhält. Und jetzt fehlt halt nur noch diese eine vermaledeite Schraube unter der Motorhaube. Ich bin wirklich gespannt, ob es uns gelingen wird. Und ja, das ist aber hier soweit, ist das alles logisch. Wir haben jetzt noch eine Klebestelle, die wir lösen müssen, denn hier an den Türen, am Türrahmen sozusagen, ist Jackhammer mit, also die Karosserie mit dem Chassis verklebt. Am besten kommt man da drunter an dieser Stelle. Da gibt es so eine kleine, etwas breitere Ecke, wo man mit einem kleinen Schraubenzieher gut reinkommt. Und dann kann man, na, ihr hört das, wie der Kleber langsam aufbricht. Es ist aber nur der Kleber. Also ich mache das jetzt das dritte Mal beim dritten Jackhammer und jedes Mal geht der Kleber ab, ohne dass ich das Plastik verbiege oder was zerbreche. Das funktioniert also wirklich sehr, sehr gut. Oh, der ist aber echt trocken hier, der Kleber. Jesus, jetzt haben wir es. Ich habe ja drei Karosserien, selbst wenn jetzt hier was gebrochen wäre, hätte ich was tauschen können. Und generell muss man ja davon ausgehen, wenn man sowas auseinanderbaut, dass man wahrscheinlich das ein oder andere Ersatzteil auch hat. Jetzt wäre, ne, hier hinten das alles wäre lose. Es fehlt jetzt hier wirklich nur noch die Schraube unter der Motorhaube. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt alles abbauen, was nötig oder möglich ist vielmehr. Als erstes können wir zum Beispiel hier vorne diesen Kühlergrill, dadurch, dass wir jetzt hier die kleinen Schrauben schon gelöst haben, können wir den einfach hier zwischen rausziehen. Zack. Und der hängt hier an diesem gewellten Plastikding. Das ist wie so eine Kunststofffeder quasi. Die müsst ihr einfach nur einmal 90 Grad drehen und dann rutscht die aus ihrer Halterung. Dann seht ihr auch genau, was da passiert. Ne? Die ist so da drin und dann so eingehakt. Also einfach 90 Grad drehen, rausholen und dann ist das gar kein Thema. Und jetzt sind wir eigentlich schon an der Stelle angekommen, wo wir uns mit der Motorhaube befassen können. Und ich zeige, erkläre, versuche euch jetzt nochmal zu zeigen, was mir vorschwebt. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie ins Licht. Nicht wirklich. Guck, ich muss mal gerade händisch vielleicht einfach die Helligkeit ein bisschen höher drehen. Vielleicht seht ihr dann mehr. Es ist immer noch schwer zu sehen. Vielleicht nehmen wir noch kurz hier unser Teil. Ihr könnt es vielleicht erahnen. Dieses Ding hier, das ist dieses Teil. Und dieses Ding sitzt jetzt, ich zeige euch das nochmal an dem nackigen Jackhammer sozusagen. Hier sind diese Nasen, ne? Diese hier. Und da rutscht das vor. Was wir jetzt versuchen müssen, ist, dieses Teil leicht einzudrehen, dass wir, oder hier, also es muss hier drüber, über diese Nasen muss es drüber, denn dann rutscht es weiter nach oben und dann sollten wir die Möglichkeit haben, die Motorhaube rauszudrehen. Das ist das, was wir jetzt versuchen wollen. Warnhinweis, Disclaimer, was ich euch jetzt zeige, ist extrem belastend für das Material. Und es ist immerhin 35 Jahre altes Plastik, mit dem wir hier arbeiten. Und ich habe es schon mehrfach versucht und es ist bei 2 von 3 Versuchen ist mir das Material gebrochen. Also wenn ihr diese Variante nachmacht, ihr macht das auf eigene Gefahr, auf eure Verantwortung. Spoiler vorweg, es hat diesmal geklappt, aber es gibt keine Garantie und beschwert euch bitte hinterher nicht in den Kommentaren, dass ihr wegen mir euren Jackhammer kaputt gemacht habt. Alles klar? Auf geht's. Die große Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist, dieses Teil hier nicht kaputt zu brechen. Es ist relativ dünnes Plastik. Und mein Versuch ist halt jetzt, ich gehe jetzt hier mit dem Schraubenzieher rein und versuche das ein Stück weit, vielleicht auch mit dem Druck auf den Knopf. Also wenn ich hier oben noch rauf drücke, dann geht es noch ein bisschen weiter runter. Versuche ich jetzt, dieses Ding drüber zu ziehen, über diese beiden Nasen. Beim letzten Mal ist mir eine dieser Nasen abgebrochen, was nicht schön war. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, was der beste Weg dafür ist. Ich habe schon heftige Stressmarks jetzt auf dem Plastik, aber es hat funktioniert. Wir sind, glaube ich, drüber. Zumindest auf einer Seite. Auf einer Seite sind wir drüber.
andere noch nicht. Ja, jetzt ist genau das eingetreten, was ich erhofft hatte. Jetzt ist nämlich die Motorhaube hier oben entsprechend lockerer. Ihr seht jetzt auch, hier an der Stelle ist das Ganze noch verheiratet mit dem Mechanismus von den Kanonen. Den müssen wir mal hier so ein bisschen an die Seite schieben, genau, dass der da rausrutscht. Und jetzt, und das ist jetzt wirklich der Teil, wo ich nur raten kann oder hoffen kann, dass es funktioniert. Ich kann die Motorhaube hier oben, kann ich sie ziehen. Und ich werde sie jetzt hier hochziehen und dann wirklich stumpf mit Gewalt 90 Grad rumdrehen in der Hoffnung, dass es reicht. Es hat schon mal funktioniert, wie gesagt, ist ein bisschen abgebrochen. Wir heben es jetzt hier an und drehen das Ganze stumpf mit Kraft um 90 Grad rum. So, und dann in Richtung der Beifahrerseite drehen wir das Ganze weg und gucken, was passiert. Oh oh. So, die 90 Grad haben wir geschafft. Ich bin gespannt, wie jetzt das Teil aussieht. Und ihr seht, es hat gehalten. Wahnsinn, es hat tatsächlich gehalten. Und jetzt können wir dieses Ding hier einfach 90 Grad drehen. Und sollte sich jetzt recht einfach hier rausfummeln lassen. Jetzt ist es ein bisschen verformt. Ja doch, es geht. Es ist sehr eng, aber es funktioniert. Und ihr seht, hier ist auch die Feder drunter. Es ist intakt. Es ist intakt. Es ist ein bisschen verbogen. Ist mit Sicherheit auch eine Menge Belastung jetzt einfach auf dem Kunststoff gewesen. Wir müssen hinterher sehen, was hier für fiese Stressmarken drauf sind. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir das ganze Ding wieder zusammenbauen. Aber um diese Schraube ging es. Und an die kommen wir jetzt dran. Und dann können wir, kann ich die Helligkeit wieder auf normal drehen, können wir tatsächlich mal gucken, wie das Ganze darunter aussieht. Das heißt, wir öffnen diese Schraube. Unglücklich ist halt, dass ich diese eine kleine Nase abgebrochen habe. Ich zeige euch gleich nochmal, wo das war. So, die Schraube raus. Und hier die Schraube hängt auch immer noch drin. Jetzt fällt sie aber auch problemlos raus. Hier hinten haben wir noch die eine. Die werden wir jetzt auch nochmal kurz... Die will aber partout nicht. Aber gut. Es wird gehen. Und jetzt gucken wir mal, wie sieht Jackhammer denn unten drunter aus. Hier ist irgendwas noch. Ach genau, hier die Teile hier müssen wir noch so ein bisschen hier durch die Öffnung fummeln. Jawohl, das war's. So. Und dann sehen wir plötzlich, bleibt von diesem komplizierten Fahrzeug so arg viel gar nicht mehr über. Wir haben hier den Mechanismus für die Kanonen, ne? Die haben hier so, seht ihr, diese kleinen Nasen, die sich da drehen, die brechen gern mal ab, aber die sind dafür, im Prinzip, die sorgen dafür, dass diese Kanonen funktionieren, ne? Wenn man die Motorhaube verschiebt, geht das nach vorne und dann, gut, jetzt fällt die langsam alles auseinander, aber das ist alles schon ziemlich, ziemlich dünnes, filigranes Plastik. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das alles auseinander bekommen hier. Wie fangen wir denn am besten an? So rum, okay. Das sind wirklich alles nur ineinander gesteckte Teile. In Führungsschienen, da ist also nichts wirklich miteinander fest verbunden. Die müssen wir so ein bisschen, nicht aufbiegen, aber so ein kleines bisschen öffnen, dass die an die Seite können. Dann haben wir hier die Achse. Ja, und diese Zähne hier sorgen dafür, dass die Maschinengewehre sich bewegen. Bei einem meiner Jackhammer sind die stumpf einfach abgebrochen. Und deswegen, nee, stimmt gar nicht. Nicht die hier Zähne sind abgebrochen, sondern hier, die hier. Das sind die, die gerne mal kaputt gehen. Ich gucke gleich nochmal die kaputte raus. Ne, weil da hüpfen die ja drüber und lassen diese nach vorne und hinten schnellen. Hier auf den Sprungfedern. Die brechen gerne mal ab. Also wenn euer Mechanismus nicht mehr funktioniert, liegt das wahrscheinlich daran, dass diese Zähne hier abgebrochen sind. Und zwar das. Dann haben wir jetzt hier hinten noch. Das ist ein bisschen doof gemacht. Denn diese Feder hier ist dort eingehangen und entsprechend mit, ich vermute mal, es ist Heißkleber, da entsprechend an dem Turm befestigt. Deswegen, da lassen wir auch die Finger von. Allerdings können wir das hier rausnehmen. Dadurch nehmen wir die Spannung von der Feder. Wir haben dann hier die Achse. Die können wir dann unter dem Teil durch rausnehmen. Dann, wenn ihr, weiß ich, die Reifen tauschen wollt, weil der Chrom nicht mehr so schön ist oder so, geht das alles. Und dann haben wir hier noch so einen Plastikring. Der liegt da einfach nur so drin. Ich weiß gar nicht genau, welche Funktion der hat, ob der irgendwas abpuffert oder so, aber eigentlich lässt er sich vielleicht von oben schieben.
Ach nee, komm mal, so rum. Ach, ja doof, so rum. Einfach reingelegt und dann fällt der raus. Und dann haben wir hier die Grundplatte. Die scheint, soweit ich das beurteilen kann, noch komplett intakt zu sein. Die legen wir an die Seite. Dann haben wir hier unsere Karosserie. Dieser Stift, das sind die, die hier stecken. Die halten die Türen. Das war die eine. Und hier ist die andere. Die sind vom Kunststoff aber so ein bisschen stumpfer als der Rest. Vielleicht kann man auch da auf dem Wege mal was tauschen. Das ganze Innenleben kommt dann einfach mit raus. Die Türen sind hier. Das ist die Gegenfeder, dass die Tür also zuschnappt. Sticker und so ist noch schön. Das ist alles okay. Und jetzt zeige ich euch, was kaputt gegangen ist. Und auch schon das zweite Mal tatsächlich. Hier. Der Stift ist abgebrochen. Aber der zweite ist noch da. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es trotzdem funktioniert. Wir müssen gucken. Vielleicht habe ich aber sogar auch, ich meine, bei der ersten Variante, die ich zerschnitten habe, ist das noch okay. Also vielleicht können wir da dann das Grundchassis nehmen. Die Fenster sind hier verplombt, würde ich die Finger von lassen. Denn das kriege ich so nicht wieder rein. Und jetzt haben wir hier immer noch diese eine Schraube. Die hat sich überhaupt nicht rausgedreht hier. Ist ja echt irre. Jetzt mit ein bisschen Druck kommt sie langsam. Aber jetzt haben wir sie. Joi. Damit haben wir Jackhammer komplett auseinandergebaut. Alt, stimmt gar nicht. Wir haben den Geschützturm noch. Den kann man ja auch noch zerlegen. Das machen wir auch noch schnell. Nochmal 4 Schrauben. Also echt eine Menge an Schrauben verbaut bei diesem Ding. Haben wir die Grundplatte vom Turm. Und hier ist der Mechanismus mit Sitz und den Gewehren. Ja, ganz spannend aus hier. Vermute mal, das könnte man wahrscheinlich alles auseinanderbauen. Die Frage ist, will ich mir das antun? Ich glaube, das lasse ich zusammen. Den Teil will ich ja, hier gibt es ja nichts, den muss ich ja nur mal sauber machen im Prinzip. Das lasse ich, wie es ist. Weil hier vorne ist es alles so mit Widerhaken und so. Ich will es nicht über die Maßen belasten. Wie gesagt, ist zwar hier alles recht flexibler Kunststoff, aber nichtsdestotrotz alles ein. Ich sortiere jetzt mal die Teile und dann gucken wir, was wir haben. Kleiner Exkurs vielleicht noch hier kurz zu diesem Mechanismus, denn der lässt sich auch nicht so ganz einfach auseinandernehmen. Der ist hier gesteckt, das heißt, ihr könnt ihn hier auseinanderziehen. Bei mir jetzt hier offenbar nicht verklebt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht variiert von Version zu Version. Aber bei mir ist es jetzt okay. Muss man ein bisschen mit einer kleinen Hebelhilfe dazwischen und dann kriegt man das in der Regel gut hin. Also hier Schraubenzieher einfach ein bisschen dazu, weil das ist jetzt so. Vielleicht geht es auch schon so. Nee. Das ist fummelig. Ist fummelig, aber ja, jetzt. Und dann habt ihr hier diese beiden Teile und ihr könnt jetzt hier die Gewehre einfach rausziehen und hier nach vorne und dann könnt ihr die da raushebeln, könnt die Federn hier nach vorne abziehen, wobei ich gerade sehe, nee, das hat sich gerade so angefühlt, als wäre ein Teil von der Feder abgerissen, das wäre ja witzig gewesen. Also nicht witzig, aber unerwartet. Und hier nochmal das Gleiche, also hier das Gewehr nach vorne rausziehen und dann das Teil irgendwie drehen oder hier nach vorne dann rausheben. Und dann nehmt ihr hier, aber guck mal, da ist doch was raus. Ah, guck mal hier. Da ist ganz vorne, sind hier diese kleinen Ringe. Die dürft ihr nicht verlieren. Wo ist denn der andere hingekommen jetzt? Kann ich gleich mal suchen. Der liegt hier irgendwo auf meinem Tisch. Und dann die Feder. Also hat mich der Eindruck ja gar nicht getäuscht. Das soweit zum Auseinanderbauen der Gewehre. Und hier haben wir einmal sämtliche Teile im Überblick. Ich blende euch nochmal ein Bild von oben ein, dass ihr wirklich im Detail genau sehen könnt, was zu einem Jackhammer alles so dazu gehört. Und wir wollen nochmal ganz kurz auf Sachen eingehen, die mir jetzt aufgefallen sind. Ich habe jetzt, wie gesagt, 3 auseinandergebaut, was scheinbar ganz gerne mal kaputt gehen kann bei Jackhammer. Und wir fangen mal an mit der Front mit dem Kühlergrill. Da habe ich jetzt eine doofe Situation, denn dieser Kühlergrill ist zwar vom Chrom her, das ist ein bisschen fleckig, aber generell noch ganz gut. Der hat allerdings ein Problem, und zwar seht ihr, dieses Teil hier fehlt. Und das ist nicht einfach, weil ich es geschafft habe, das abzubekommen, weil das ist echt schwierig, sondern hier auf der Unterseite, wo ist es da? Muss ich auch richtig rumhalten. So, der Stift hier vorne, der ist abgebrochen. Und dadurch ging es relativ leicht raus. Also das scheint schon mal eine anfällige Stelle zu sein. Ich habe aber zum Glück noch eins, also ein drittes, und da ist es auch noch okay. Dann haben wir hier auf der Unterseite, ihr seht hier vorne diese beiden Stäbe hier, die sind schon so ein bisschen verbogen. Ne, da hängt dieser ganze Gewehrapparat dran, da wird halt immer mit der Motorhaube dann dran gezogen, wenn man das aufbaut. Und da habe ich eine Variante, wo schlicht und ergreifend einer der beiden abgebrochen ist. Also auch bei denen muss man ein bisschen aufpassen.
Dann, das wollte ich das zeigen, was ich vorhin schon erwähnt habe, ne? Hier diese Nase, die mir hier abgebrochen ist, so sieht das im nicht abgebrochenen Zustand aus. Das heißt, das Ding hier wäre eigentlich noch okay, aber ihr seht, der ist halt so, weiß nicht, da gehe ich mit, also sauber machen werde ich beide und dann gehe ich hier nochmal mit einer Plastikpolitur drüber, gucke, ob das was bringt und eventuell tausche ich dann hier dieses Teil aus. Scheibe ist auch nicht so schön hier, aber die sind bei beiden irgendwie ein bisschen hässlich. Also die mache ich beide sauber in der Hoffnung, dass der Ganze dann funktioniert. Und das Letzte, was ich euch noch zeigen will, muss ich es nur finden, genau, hier bei der Achse habe ich gesagt, hier, die muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe eine Version der Achse, die ist halt hart angerostet. Das ist aber nicht schlimm, die funktioniert noch gut. Ich habe eine andere Version der Achse, wo es jetzt hier der Länge nach beginnt einzureißen. Ist auch noch nicht schlimm. Das Teil ist auf der Achse, glaube ich, ne, ist nicht verklebt, ist nur gesteckt. Ach, guck hier, einfach nur so ein paar Lamellen drunter, dass das nicht verrutscht. Und hier beginnt es halt einzureißen, könnte irgendwann mal abgehen. Das will ich doch gerade mal testen, jetzt wo ich es gesehen habe. Ob ich die Reifen abgedreht bekomme, so ohne weiteres. Ja, das funktioniert. Ich könnte also jetzt hier dieses Teil abnehmen. Mal ein bisschen spontane Reparatur. Gucken, ob der Reifen hier auch abgeht. Ja, einfach ein bisschen hin und her gewiegelt und dann passt es. Jetzt ist natürlich hier sehr viel Rost drauf. Boah, es sitzt bombenfest. Da ist keine Chance. Aber das Schöne ist, ihr kriegt die Reifen runter. Das heißt, ihr könnt dann wirklich gucken, ne, welche Felgen haben bei euch noch den schönsten Chrom. Die Gummis könnt ihr euch anschauen und könnt dann die beste Variante draufstecken. Ich werde das bei mir auch entsprechend nochmal durchgehen, sodass wir hier die am hübscheste Variante von Jackhammer hinbekommen, die wir aus all diesen Teilen noch zusammenbauen können. Ich habe noch eine kurze Eingebung. Ich will dieses Ding hier abhaben. Und ich habe es eben einmal tatsächlich hinbekommen. Ich habe es nämlich mit einem Schraubenzieher rausgehebelt. Jetzt versuchen wir das Ganze hier nochmal auf Kamera. Ich halte hier vorne so ein bisschen gegen, dass mir nicht dass die Kraft nicht auf diese Stifte hier wirkt und die abbricht, sondern dass die wirklich nach oben wirkt, dass dieses Ding da rausspringt. Und man muss es ja nur auf einer Seite rausbekommen. Der Rest geht dann ja quasi von selber. Jetzt legen wir es hier so ein bisschen über das Teil und hebeln es hoch und hoffen, dass man da mit dem runden Schraubenzieher drunter kommen. Eben hat es geklappt. Jawohl, guck mal da. Da ist es draußen. Ein bisschen gedauert, aber die Zähne sind beide noch dran. Ich bin gespannt, ob ich es nachher wieder reinkriege. Die Reinigung machen wir so wie immer. Ich habe hier heißes Seifenwasser. Ich habe hier die Kiste mit meinen Teilen. Die werde ich einmal ordentlich mit dem Lappen und auch hier mit der Zahnbürste einmal ordentlich durchschrubben. Dann tropfen wir die hier entsprechend ab, wischen die nach trocken, vielleicht mit dem Zewa. Manchmal föhne ich die auch noch ein bisschen. Und wenn das alles getrocknet ist, dann bauen wir es wieder zusammen. Haben wir alle Teile wieder beisammen und trocken. Wir wollen mal ganz kurz auf die Doppelten schauen, dass wir uns jetzt mal entscheiden, welches wir davon nehmen. Wir gucken einmal auf die Scheiben. Sehen bei beiden immer noch relativ desolat aus, zerkratzt. Da hat also die Reinigung nicht so arg viel geholfen. Auf der Oberseite haben wir hier immer diese Schleifspuren. Da nehmen sie auch sich nicht wirklich viel. Das sieht halt ein bisschen fieser aus. Gut, hier fehlen die Sticker, aber das ist nur der eine, den habe ich als Repro da. Das wäre nicht das Thema. Im Zweifelsfall könnte ich auch versuchen, den abzulösen. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass hier die Dinger nicht abgebrochen sind, die Stifte hier, werde ich erstmal mit dem Ding hier arbeiten und habe das hier noch als Backup, falls beim Zusammenbau irgendetwas schief gehen sollte. Dann haben wir noch die beiden Motorhauben. Hier gibt es einen entscheidenden Produktionsunterschied oder einen auffälligen. Und zwar die Länge hier dieser Stäbchen, die sind hier definitiv nicht abgebrochen. Also die sind hier ganz glatt und rund, das ist definitiv so produziert. Die waren also mal länger, gibt ja also wieder unterschiedliche Modelle. Und hier werde ich es jetzt mal so ein bisschen abhängig davon machen, wie die auf der Oberfläche aussehen, wie der Aufkleber aussieht. Hier löst der Aufkleber sich ein bisschen. Wir arbeiten hier mal mit dieser, ich weiß nicht, haben die sonst noch Unterschiede hier, was die Länge dieser... Ne, das ist alles identisch. Es geht wirklich nur um die Stäbe. Es geht nur um die Stäbe. Wir arbeiten mal mit der hier und nehmen die als Backup. Dann haben wir das auch soweit geklärt und ansonsten haben wir jedes Teil entsprechend nur einmal. Ich sortiere das jetzt noch ein bisschen
Und dann gucken wir mal, ob wir ihn wieder zusammengebaut kriegen. Wir beginnen mit dem einfachen Teil, nämlich dem Geschützturm. Ihr seht, ich habe den komplett auseinanderbekommen. Es ist relativ flexibles Plastik. Man kann das also da rausziehen und auch recht gut wieder zusammenstecken. Das ist kein großes Problem. Ihr müsst eigentlich nur auf eine einzige Sache achten. Und zwar, wie rum ihr die Kanonen einbaut. Erstmal klippt ihr die, ne? Die sind komplett spiegelverkehrt. Also wie rum ihr die nehmt, ist wurscht. Klippt ihr die hier dran. Dann habt ihr hier diese Brücke. Dieser Teil muss nach unten. Ja? Das heißt, der läuft nämlich dann hier drüber entsprechend dann hin und her. Wenn ihr das falsch rum einbaut, dann bleibt ihr entweder hier hängen oder da hängen. Also es muss definitiv so rum eingebaut werden, sonst funktioniert es nicht. Dann nehmt ihr euren Sitz, klebt den einmal hier links und einmal rechts rein. Zack, zack, relativ einfach. Dann legt ihr die ganze Nummer hier grob hier drauf, packt euren Deckel wieder dazu. Nee, falsch rum, so rum. Nee, war doch richtig. Moment. Einfach nur nicht richtig getroffen. Und dann sollte dieser Mechanismus eigentlich genau wieder funktionieren. Das passt. Und dann nehmt ihr einfach nur eure Schrauben, ne, 4 an der Zahl, und schraubt sie reihum in die Ecken. Weiter geht's mit der Grundplatte. Auch das ist noch relativ einfach. Wir haben einmal hier diesen kleinen Plastikring. Den werfen wir hier oben wieder rein. Ne, der muss hier so drüber fallen. Dann legt er sich da unten entsprechend hin. Dann nehmt ihr euch, ne, das Ding ist ja auch ausgehakt, nehmt ihr euch die Hinterachse, fummelt die hier irgendwie durch. An dem Taster hier vorbei, legt sie hier in Position. Und dann könnt ihr den Taster hier unten rein, bisschen anheben. Und dann habt ihr das hier auch schon wieder sitzen. Ist gar nicht so schwierig. Dann haben wir das Innenleben, da gibt es diese Schraube hier. Ich habe das Gefühl, sie ist doch ein bisschen kürzer als alle anderen Schrauben, denn es war die einzige. Und ich vermute mal, dass die tatsächlich hier in die Mitte gehört. Das heißt, wir setzen das hier entsprechend schon mal drauf und können das hier auch schon mal verschrauben. Dann rutscht es das nicht die ganze Zeit hin und her. Gucken, greift sie schon? Ja, sieht gut aus. So, haben wir die Schraube entsprechend drin. Dann nehmen wir unsere Türen. Muss ich gerade mal gucken, welche Tür hier welche ist. Das hier ist die linke Tür, jawohl. Und wenn wir jetzt gerade noch mal schauen, die sind, genau, können wir so machen. Nehmen wir hier diesen Stab, können wir hier reinstecken. Die Tür entsprechend oben drauf. Das ist jetzt alles noch sehr locker. Das wird dann fixiert in dem Moment, wo wir die Karosse oben drauf setzen. Ich weiß gar nicht, müssen die hier eingebunden? Nee, eigentlich müsste so passen, ne? Hier mit den. Ich muss gleich nochmal gucken, ob das mit diesen Metallbügeln, ob ich die irgendwie mit einbinden muss. Aber generell erscheint mir das so richtig und die Achse gehört entsprechend hier vorne hin, damit sie dann da die Gewehre bedienen kann. Der Zusammenbau ist jetzt auch nicht über die Maßen kompliziert, soweit ich das erinnere. Letztlich geht es darum, ihr nehmt hier eure dünne Feder, stülpt die über das Gewehr drüber, dann diesen kleinen Plastikring, der ist wichtig, dass das Ganze nicht nach vorne rausrutscht, und dann nehmt ihr hier euer, ich glaube, falsche Seite. Ich muss mich gerade mal orientieren hier. Das Ding läuft so rum. Jetzt habe ich es. Also, das ist hinten, das ist vorne, und jetzt mogeln wir das Ganze hier rein. So. Dass das hier mit den Stiften entsprechend da in der Schiene läuft. Drücken jetzt hier die Feder so ein bisschen zurück, dass die hinter die Klammer geht. Und dann klippen wir das Ganze hier rein. Und dann haben wir die eine Seite. Und das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite. Erst die Feder, dann den Ring. Bleibst du da? Die Feder ist echt sehr empfindlich, sagen wir es mal so. Kommst du her? So, und auch hier nehmen wir jetzt das Ganze hängen hier rein. So läuft das Ganze da. Läuft die Feder samt Ring hinter den Clip. Und dann müssten wir das eigentlich nur noch reindrücken. Jawohl. Hat ein bisschen mehr Kraft erfordert, als ich benutzen wollte. Und dann nehmen wir das ganze Ding und drücken es hier an die drei Stellen in der Mitte schlicht und ergreifend zusammen. Diese beiden Dinger hier, die laufen dann entsprechend hier links und rechts. Sitzen aber so nicht fest, also die sitzen nur ganz locker da drin. Die werden dann hier arretiert mit der Basisplatte. Und zwar hier an dieser Stelle. Da klemmt ihr die beiden links und rechts entsprechend rein. Die beiden Pinöpel hier, die verhaken sich dann am Ende oben mit dem,
mit der Motorhaube. Und dann sollte der ganze Mechanismus eigentlich funktionieren. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir gucken, ja, brauche ich jetzt wahrscheinlich mehr Hände, als ich besitze, aber wir schauen mal, ob wir es nicht hinbekommen. Das Ganze muss hier drauf und der Teil hier, gehst du da rein? Vielleicht doch einfacher erst vorne einhängen und dann hier drüber. Ja, das geht deutlich leichter. Siehe mal da. So, und jetzt ist im Prinzip alles an Ort und Stelle. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das so ein bisschen festhalte hier. Ne, funktioniert noch nicht. Das ist die Frage, ob ich hier, ob das hier alles schon richtig sitzt. Das sieht aber ganz gut aus. Ich halte es hier ein bisschen mit den Fingern fest. Das scheint aber so, als könnte das funktionieren. Also ungefähr hier in dieser Position. Das Ganze wird jetzt gleich fixiert, wenn wir die Karosserie draufsetzen. Kleiner Trick erstmal für den Zusammenbau. Zum einen, ich habe mir hier diese Acrylbrücke geholt, also irgendwas zum Erhöhen, damit das Auto nicht auf der Vorderachse steht. Denn sobald es auf die Vorderachse sich stellt, schiebt das euch hier die Gewehre wieder raus. Unglaublich nervig, deswegen stellt es so hin, dass die Vorderachse entlastet wird. Und dann seht ihr vielleicht, ich habe die Türen wieder ausgebaut, denn die Stäbe laufen ja innen in der Karosserie. Deswegen macht es jetzt überhaupt gar keinen Sinn, das vorher zu machen, sondern ihr müsst wirklich die Türen erst in die Karosserie einfuddeln. Das heißt, nehmt euch hier den Stab und fuselt die hier irgendwie durch. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir sie beim Zusammenbauen halt dann so festhalten, dass sie uns nach meiner Hoffnung nicht die ganze Zeit rausfallen. Das wird knackig und nervig und es nervt mich jetzt schon, aber es hilft ja nichts. Es muss ja gemacht werden. So. So. Genau, jetzt sind die Türen soweit sind drin. Und wenn man es jetzt so hält, dann sollte einem das auch nicht wegfliegen. Ein Hinweis noch, das ist mir eben noch aufgefallen. Dieser kleine Plastikring, ich hebe es jetzt hier nochmal kurz an. Dieser hier, dieser Plastikring, der hier, den wir da reingelegt haben, der muss über der Achse liegen, nicht unter der Achse. Über. Damit ihr dann mit dem Turm auch zusammenkommt. Kann sein, dass der euch manchmal da drüber flutscht. Deswegen versucht da beim Zusammenbau drauf zu achten. Und jetzt wird es knifflig, Damen und Herren. Denn wir müssen jetzt mehrere Sachen schaffen. Klar, wir müssen die Karosserie drauf kriegen. Wir haben hier schon mal diese beiden Öffnungen. Die sind hier links und rechts für den Schalter. Vor allem müssen wir aber gucken, dass diese beiden hier, also das Ding und das Ding, die müssen hier vorne durch, ne, da und da. Und deshalb darf uns dieser Geschützblock da vorne nicht runterkippen. Und wir müssen parallel noch die Stifte von den Türen versenken. Das wird nicht witzig, aber wir schaffen das. Wir fangen hinten an, stecken das Ganze hier hinten erstmal drauf. Bisschen hin und her, gucken, dass die ganzen Schraubensteckplätze sich da finden. Das hat sich generell schon mal ganz gut angehört. Jetzt müssen wir gucken, dass wir vorne dafür Sorge tragen, dass uns der Motorblock nicht wegkippt. Jetzt müssen wir mal gucken. An den Türen scheint es jetzt irgendwo noch zu hängen. Ich vermute mal, dass die Türen an den Federn nicht vorbeikommen. Jetzt muss ich doch die Brücke mal wegtun. Der erste Moment ist ja geschafft. Ja. Ja, das ist echt ein Problem. Die Türen sind nervig. Richtig nervig. Ich hätte ja mit allem gerechnet, damit dass die Türen das Problem sind. Jetzt bleiben nämlich hier diese schwarzen Ringe von der Türhalterung sozusagen, bleiben jetzt hier an der Feder hängen. Also muss man die Feder ein bisschen reindrücken. Die Tür parallel so ein bisschen nach außen, dass das da vorbeirutscht. Ist leider nicht so. Jawohl, jetzt. Und auch auf beiden Seiten. Ja, jetzt ist nur hier auf der Seite sieht es gut aus. Hier ist mir jetzt die Stange rausgerutscht. Das heißt, hier müssen wir es nochmal kurz anheben. Die Stange in die richtige Position schieben. Die ist aber auch unten nicht drin. Die Sau ist aber auch unten nicht richtig drin. Deshalb rutscht die nicht richtig runter hier. Jetzt. Das sieht vielversprechender aus. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das sieht gut aus. Und hier vorne haben wir jetzt tatsächlich auch fast die Teile schon durch. Einmal. Jawohl.
Das passt soweit auch. Unten ist auch noch alles drin. Das sieht gut aus, die Damen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was jetzt noch nicht passt, ist, glaube ich, dass hier auf der Seite die Stange der Tür unten noch nicht drin sitzt. Genau, die ist noch verschoben. Die muss noch ein bisschen mehr nach innen. Jawohl. Jawohl. So, das sieht sehr gut aus. Hier dreht sich jetzt logischerweise nichts, weil es nicht ausgelöst ist. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Wir drehen dann jetzt hier die Schraube mal rein, fixieren das Ganze und dann würde ich sagen, machen wir auch alles andere fertig, bis auf, mal gucken, die vorne lassen wir noch draußen hier, die Schraube, die drehen wir hinterher rein. Ich denke mal, so reicht es jetzt. Wir sehen jetzt zu, dass wir die Motorhaube reinkriegen, das heißt Stunde der Wahrheit. Zu behaupten, ich hätte nicht ein bisschen Schiss, wäre total gelogen. Es ist jetzt echt, ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Denn das ist jetzt sicher jetzt der Punkt, woran sich jetzt entscheidet, ob diese Reparatur oder dieser Auseinander- und wieder Zusammenbau erfolgreich war oder nicht. Zu reparieren gab es ja streng genommen gar nichts. Wir fangen an, ne, Feder hier drüber und dann das Ganze hier durch die Motorhaube schieben. Bisschen hin und her. Der Teil war ja noch leicht. Der war ja noch leicht. Und jetzt Knifflige ist jetzt, wir müssen gucken, dass wir das Ganze hier so schräg von oben reinschieben, damit wir vor diese beiden Nasen kommen, um es dann drehen zu können. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, ob das funktioniert. Allein schon deshalb, weil ich quasi nichts sehe. Es ist ein kompletter Blindflug. Könnte jetzt versuchen, weiter an diesem Bügel zu ziehen, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss, denn ich muss es vor die... vor die Nasen kriegen. Das scheint geklappt zu haben. Das hat geklappt. Okay, sitzt sie hier noch nicht richtig drin? Es will nicht. Und wir sehen auch, seht ihr das hier? Seht ihr das hier? Das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht aber gar nicht gut aus. Gut, dass das so flexibler Kunststoff ist. Jetzt muss ich gerade mir noch mal die andere Motorhaube holen, um mir kurz noch mal einen Blick davon zu machen, wie das da seitlich aussieht. Ich vermute mal, dass dieses graue Teil hier zwischen muss. Gucken, ob wir das auch noch da einstielen können, ohne dass wir es extrem verbiegen, wie gerade eben. So. Ja, das sieht schon ein bisschen gesünder aus. Da läuft es in der Führung. Da läuft es in der Führung. Nee, hier, ach, guck mal, hier läuft es noch nicht in der Führung. Das muss darüber. Diese kleinen schwarzen Stangen müssen über dem runden Pin laufen und nicht über dem, jawohl, fast, hier drunter durch und dann nach innen. Ja, jetzt. So hat das auszusehen. Sehr schön. Und jetzt kriegen wir das bestimmt auch hier mit der Motorhaube final hin. Jetzt drücke ich mal nur auf der einen Seite rein. Zack, ah, es ist drüber. Unfassbar. Wow. Jawohl. Unfassbar. Es ist drin. Ich habe jetzt im Prinzip auf die eine Seite wirklich drauf gedrückt mit Kraft plus drücken von oben, hoffen, dass es sich leicht dreht, aber halt hier oben drauf drücken. Also nicht hier unten auf den dünnen Bügel, sondern da oben drauf drücken. Und das hat gereicht, dass es übergesprungen ist. Was für eine Herkulesaufgabe. Also ihr kriegt da mit Sicherheit einen Zeitraffer hier zu sehen, aber ich würde mal sagen, jetzt habe ich bestimmt an der Ecke fast eine halbe Stunde gesessen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das Witzige ist, wir sind ja noch gar nicht fertig. Es ist ja alles noch gar nicht fertig. Aber das meiste. Wir haben nämlich jetzt hier noch dieses gefederte Ding, wo ich mir jetzt gerade
gerade nicht sicher bin, wie rum es eigentlich hier drinne saß. So oder so. Ich gucke lieber nochmal. Lieber auf Nummer sicher gehen. Also es gehört so, dass die erste Zacke hier nach oben zeigt. Und dann nehmt ihr hier euren Kühlergrill und drückt das Ganze hier rein. Das war schon nicht einfach rauszubekommen. Mal gucken, wie einfach oder schwer wir es da reinkriegen. Versuchen wir es jetzt nochmal von der einen Seite. Und jetzt hier mit reindrücken. Ach, meine Fresse. So, das Ding kommt jetzt hier quasi dazwischen. Und dann dreht man das 90 Grad und dann ist das da eingehangen. Und dann wird es einfach hier links und rechts, hier vorne ist es ja alles noch nicht verschraubt, wird dieses Ding dann eingehakt einmal und auf der anderen Seite ein bisschen auseinanderziehen. So, ich hoffe, das wird sich jetzt, weil jetzt hängt es hier, hängt es noch runter, aber ich hoffe einfach mal, dass sich das alles so ein bisschen, ja, das sieht ganz gut aus, dass sich das alles noch gibt in dem Moment, wo ich es verschraube. Und verschrauben ist das Stichwort. Wir haben jetzt hier diverse Schrauben, die wir noch festziehen müssen. Das machen wir jetzt wirklich mal im Zeitraffer. Ne? Wir haben hier eine Schraube, wir haben noch eine Schraube hier unter der Motorhaube, diese dort. Und dann haben wir noch hier hinten die vier, die machen wir aber erst, wenn der dran ist. Die Aussage ist natürlich vollkommener Schmonsens, denn natürlich mache ich die Schrauben rein, bevor ich den Geschützton draufsetze. Mein Gehirn ist mittlerweile auch irgendwie Matsche. Also, wir nehmen die Feder, drücken die hier rein. Ich nehme, die war ja so ein bisschen verklemmt. Ich nehme an, das wird sich gleich mit der Montage des Turms mehr oder minder von selber erledigen. Dann setzen wir das Ganze hier drauf. Drücken es hier runter. Dann hören wir schon das Rastgeräusch. Das ist sehr schön. Dann bleibt nur noch die letzte Schraube, die den Turm hier unten fixiert. Die reinzukriegen ist jetzt nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Denn sie rutscht einem eigentlich immer an die Seite, weil diese vermaledeite Achse im Weg ist. Und das war jetzt, glaube ich, schon Versuch Nummer 14. Ich kriege diese Schraube nicht da rein. Alle Register, ich habe es mehrfach gesagt, aber dieses Ding zieht wirklich alle Register. Jetzt scheitert es an der letzten Schraube. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt fummeln wir die da irgendwie auch noch rein. Die Schraube selber wäre ja nicht das Ding, nur diese scheiß Mutter noch mit dazu. Jetzt. Jetzt. Eieiei. Aber mit dieser letzten Schraube bin ich tatsächlich fertig. So, dann machen wir noch einen kleinen Funktionstest. Einmal der Auslöser hier hinten funktioniert. Das funktioniert, hakelt noch ein bisschen, aber das wird sich, denke ich, finden. Geht das hier nicht mehr richtig zu? Na doch, geht. Und das quer da rein, das Ding zu, das rastet auch alles wieder gut ein. Die Türen gehen auf und zu, die quietschen auch gar nicht mehr so. Das ist schön. Und hier vorne die Klappe, die hält wieder. Das ist schick. Also haben wir doch was repariert. Ist doch schön. Und wir drücken das hier hoch, dann geht die Klappe runter und die Laser funktionieren auch noch. Also, ich würde sagen, Operation erfolgreich. Patient lebt. Und das war, glaube ich, bis hierhin echt das Schwierigste, was ich bisher gemacht habe bei Maersk. Sehr, sehr anstrengend. Sehr belastend fürs Material, dieses Ding auseinanderzubauen. Also ich habe es eben schon mal gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Ihr macht das hier echt auf eigene Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch vorne dieser Stift, dass euch da irgendwas kaputt geht, ist echt 50-50. Ich glaube, ich habe jetzt hier Glück gehabt, ich habe 3 Versuche gebraucht. Aber wenigstens ist das eine Möglichkeit, den Jackhammer auseinanderzunehmen. Ob es die beste ist, keine Ahnung. Wenn ihr andere Ideen habt, gerne in die Kommentare. Mir ist keine bessere mehr eingefallen und am Ende des Tages hat sie auch irgendwie funktioniert. Soweit mein Video zu Jackhammer. Das war echt anstrengend. Wenn es euch trotzdem geholfen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Maersk und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.